Ich war, ich bin, ich werde sein. Die Revolution wird die Menschheit befreien. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist mir eine besondere Ehre, am heutigen Tag, am 15.01.2021, den 102. Jahrestag der hinterhältigen Ermordung von Rosa und Karl öffentlich durch einen Beitrag im Rahmen dieser virtuellen Mahn- und Gedenkveranstaltung im Namen der DKP unsere Ehrerbietung auszusprechen. Mit unserer Teilnahme an dieser Gedenkveranstaltung möchten wir diese beiden großen Freiheitskämpfer ehren und unsere Trauer darüber ausdrücken, dass sie ihren Kampf nicht vollenden konnten. Doch verkünden wir heute auch, wir haben euch nicht vergessen, wir haben euren Kampf nicht vergessen und wir setzen ihn fort. Ich war mit zwei weiteren Genossinnen und Genossinnen der DKP Münster am letzten Wochenende zum Gedenken an Karl und Rosa in Berlin. Es waren trotz der Corona-Pandemie 3000 Genossinnen und Genossen dem Aufruf zur Demo gefolgt und Schätzungen der Veranstalterinnen nach waren wir zum stillen Gedenken weit über 5000 Genossinnen, was uns sehr gefreut hat natürlich. Ich freue mich darauf, dass auch in Münster eine dezentrale, wenn auch virtuelle Kundgebung heute am Jahrestag der Ermordung von Karl und Rosa stattfindet. An dieser Stelle möchte ich eben kurz noch bemerken, dass es vor und während der Demo zu massiven Übergriffen der Polizei kam und die versuchten, unsere Genossinnen und Genossen der FDJ aus dem Block zu entfernen. Solidarisch standen wir ihnen aber beiseite. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht waren Wortführer der Linken ihrer Zeit. Sie stehen für einen unermüdlichen Einsatz für den Frieden und den fortwährenden Widerstand gegen die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Im Augenblick, als die Sozialdemokratie sich von diesem Ziel abwendet, haben sie die Initiative ergriffen und die Kommunistische Partei Deutschlands gegründet. Als DKP sehen wir uns in dieser Tradition. Zu allen Zeiten und an allen Orten treten wir wie Rosa und Karl konsequent für Frieden gegen die Ausbeutung der arbeitenden Menschen durch das Kapital ein. Ich zitiere eine Passage aus dem Redebeitrag von Rosa auf dem Gründungsparteitag der KPD. Frieden bedeutet Weltrevolution des Proletariats. Es gibt keinen anderen Weg, den Frieden wirklich herzustellen und zu sichern, als den Sieg des sozialistischen Proletariats. Lasst uns in Ihrem Sinn aktiv sein, heute und solange wir uns dem herrschenden System widersetzen müssen. Rosa und Karl waren Wortführer des Widerstandes gegen Krieg und Militarismus ihrer Zeit und benannten klar und deutlich die Kriegsursache. Die Gier des Kapitals nach innen und außen, den Kapitalismus und die gesteigerte Form des Imperialismus. Wir müssen verhindern, dass das Wirken von Karl und Rosa aus den Köpfen entweicht, aus den Schulbüchern gestrichen wird, ihr Wirken nur verfälscht dargestellt wird. Unsere Herausforderung, und ich schließe hiermit die Gewerkschafterinnen und den Friedensaktivisten mit ein, und die Herausforderungen im 21. Jahrhundert sind im Wesentlichen die gleichen wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sich im Sinne von Karl und Rosa zu engagieren, Widerstand gegen Aufrüstung und Krieg, Nein zu den Anschaffungsplänen, 135 neuer Kriegsbomber für die Bundeswehr, 30 dieser Kampfflugzeuge sollen die amerikanischen Atomwaffen gelagert in Büchel tragen können. Wir sagen Nein zu neuen Kampfbombern, wir sagen Nein zur atomaren Teilhabe, Deutschland Büchel dicht machen, sofort. Schickt die Amerikaner und ihre Atombomben doch nach Hause. Sich im Sinne von Rosa und Karl zu engagieren, heißt Sozialabbau, Bildungsklau und Privatisierung Widerstand zu leisten. Besonders in dieser Pandemie müssen wir uns mit den Armen unserer Gesellschaft solidarisieren. Die DKP war in 2020 mehrfach auf der Straße mit der Forderung 100 Euro mehr und so fort. Der Mundschutz sowie zum Beispiel die der Krise bedingten Preissteigerungen wurden im Regelsatz eines Empfängers von Sozialleistungen, welcher Art auch immer, nicht berücksichtigt. Diese Forderung, 100 Euro und mehr sofort, wurde als Kampagne im Frühjahr von einem breiten Bündnis von Sozialverbänden und Gewerkschaften initiiert.
Da müssen wir als Linke wach sein, uns einklicken, klinken, politischen Druck können wir nur gemeinsam in breiten Bündnissen erreichen. Die Krise heißt Kapitalismus, nicht Corona. Während das Gesundheitswesen in Deutschland nicht in den vergangenen Jahrzehnten konsequent dem Kapital zu Füßen geworfen worden, hätte die Pharmaindustrie mit ihrer Profitgier nicht einen solchen Einfluss, gäbe es gewiss nicht diese Situation des extremen Ausnahmezustandes. Das Gesundheitswesen darf nicht dem Profitsystem unterliegen. Ein Gesundheitssystem für den Menschen soll dem Wohl des Menschen dienen. Profit hat bei dieser Logik keinen Platz. Seid im Sinne von Rosa und Karl aktiv gegen Krieg und Faschismus. Setzt es im Sinne des Marxismus um, auf den sich Karl und Rosa berufen. Seid ihr aktiv gegen Imperialismus und Barbarei. Seid aktiv, seid dabei im Sinne von Karl und Rosa. Dankeschön. Es schreien die NATO-Minister. Hört ihr es nicht? Ihr Schreien ist nicht mehr Geflüster. Hört ihr es nicht? Sie schreien nach Profit ihrer Kriegsindustrie und rüsten zum Kreuzzug erneut wie noch nie. Ihr Heer steht bereit für die Aggression.